الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Meine liebe Geschwister, die erwartete Khutba verschiebt sich auf das nächste Mal, inshallah. Heute möchte ich über ein Thema mit euch sprechen, mit Bewusstsein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht. Das Bewusstsein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht und beobachtet. Fürchtet euren Herrn, meine lieben Geschwister, der euch erschaffen hat, der euch versorgt, zu dem ihr in Kürze wieder zurückkehren werdet und der euch für eure Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Meine lieben Geschwister im Islam, dass die beste Nähe und eine der besten rechtschaffenen Taten, Allah nahe zu kommen, ist das Bewusstsein, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch beobachtet. Dieses Bewusstsein, dass du mit diesem Bewusstsein lebst, Allah subhanahu wa ta'ala beobachtet mich, sieht mich, weiß über mich Bescheid, weiß, was in mir vorgeht und kennt meine Absicht. Mit diesem Bewusstsein musst du im Grunde in deinem Leben durchgehen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala kennt eure Umstände. Umfassend, ins Detail, kennt Allah subhanahu wa ta'ala unsere Umstände. Von euren Umständen bleibt ihm nichts verborgen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Er ist es, der euch in Mutterleib gestaltet, wie er will. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wisset, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist. So seht euch vor ihm vor. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, sicherlich, sie krümmen ihre Brüste zusammen. Die Menschen, die dann denken, Allah sieht sie nicht, wenn sie sich dann zusammenkrümmen. Allah beschreibt diese Menschen. Er sagt, sicherlich, sie krümmen ihre Brüste zusammen, um sich vor ihm zu verbergen. Sicherlich, wenn sie sich auch mit ihren Gewändern überdecken. Er weiß doch, was sie geheim halten und was sie offenlegen. Diese Theorie hören wir auch heute. Ha? Mach die Tür zu und Allah sieht dich nicht. Mach dunkel und Allah sieht. Diese Theorie hören wir auch von den Zungen der Muslimen. Das ist ohne Zweifel eine irreführende Gedanke, der dich dorthin bringt, wo du es morgen bereuen wirst. Als die Gesandten Allah sie darüber informierte, als sie die Menschen informierte, dass Allah subhanahu wa ta'ala über ihre Angelegenheiten Bescheid weiß und ihm nichts entgeht, sagten sie, dass sie ihre Kleider über sich schlagen würden, damit Allah subhanahu wa ta'ala nichts über ihre Angelegenheit weiß. So antwortet Allah subhanahu wa ta'ala auf diejenigen, die so etwas behaupten, sicherlich. Und nicht ungefähr. Sicherlich heißt ganz sicher. Sei dir sicher, mit Nachdruck. Sicherlich, sie krümmen ihre Brüste zusammen, um sich vor ihm zu verbergen. Sicherlich, wenn sie sich auch mit ihren Gewändern überdecken. Er weiß doch, was sie geheim halten und was sie offenlegen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt daraufhin, verdeutlichend, dass er über alle Dinge im Diesseits Bescheid weiß und dass ihm nichts verborgen bleibt, indem er sagt, Allah weiß, womit jedes weibliche Wesen schwanger ist. Sobald die zwei Flüssigkeiten sich dann zusammentreffen und dort in dem Ort, wo sie sich dann entwickeln, begeben, Allah weiß, was da entstehen wird. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa taqaddas. Und alles hat bei ihm ein Maß. Er ist der Kenner der Verborgenen und des Offenbaren. Er kennt das Verborgene und das, was nicht verborgen, was man sieht. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, bedeutet, meine Geschwister,
Das heißt, es entgeht ihm keine Angelegenheit von euren Angelegenheiten. Unsere Angelegenheiten entgeht ihm nichts. Jeder Schritt und Tritt deiner Gedanken im Geiste weiß Allah subhanahu wa ta'ala darüber Bescheid. Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala, er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Große und Hohe, Erhabene. Es ist gleich, ob jemand von euch seine Worte geheim hält oder sie verlaut oder sie laut vernehmbar äußert. Und ob jemand sich bei Nacht verbirgt oder bei Tag offen hervortritt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß darüber Bescheid. Mit diesem Bewusstsein müssen wir leben. Musst du und ich leben, meine liebe Geschwister. Mit diesem Bewusstsein, mit dieser Gewissheit müssen wir leben. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht etwas, was ihm entgeht. In Ayat al-Kursi sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Weder ergreift ihn Schlaf noch Schlummer. Sina bedeutet, das ist ein arabisches Wort und bedeutet, einen kleinen Augenblick Unaufmerksamkeit. Unaufmerksam erfasst Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Dann mit wem haben wir es zu tun? Und wie fatal wir mit unserem Leben, unseren Angelegenheiten umgehen. Wie kann es sein, dass wir so etwas verschlafen und wir sehen Zeichen tagtäglich von Allah subhanahu wa ta'ala in uns, bei uns und um uns. Sehen wir die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Wie können wir dann blind durch diese Welt gehen? Und wie begegnen wir Allah subhanahu wa ta'ala morgen? Mit welchem Gesicht? Denn die Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, durch seine Beobachtung mit dem Bewusstsein, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch sieht, hat zahlreiche Gründe. Eine dieser Gründe ist, dass du wissen musst, dass Allah nichts über die Angelegenheiten der Menschen verborgen bleibt. Ganz gleich, wie verborgen oder genau es ist, denn er ist der Erhabene, der das Geheime und das Verborgene kennt, wie er von sich berichtet hat, subhanahu wa ta'ala. Zweitens, dein Herr, meine liebe Geschwister, der über die Existenz verfährt, er verwaltet diese Existenz. Allah subhanahu wa ta'ala verwaltet sie. Nicht jemand anders. Nicht ein Hans und Kunz und Professor und so. Allah verwaltet diese Existenz, wo wir leben, wo wir uns aufhalten. Allah subhanahu wa ta'ala verwaltet es. Allah subhanahu wa ta'ala lässt es mit seinem Wissen arbeiten. Wenn du schläfst, denkt man, du bist im Ruhezustand. Tatsächlich, äußerlich bist du im Ruhezustand. Aber innerlich in deinem Körper läuft deine Uhr unaufhörlich. Dein Herz schlägt. Allah subhanahu wa ta'ala lässt es schlagen. Du atmest, Allah lässt dich weiter atmen, subhanahu wa ta'ala. Dein Blutkreislauf läuft, Allah lässt dein Blutkreislauf laufen. Dein System funktioniert in deinem Körper, Allah lässt diese Uhr weiter ticken, auch wenn du in einem Ruhezustand bist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala verwaltet diese Existenz. Er verwaltet sie mit Recht und mit Wahrheit. Und er verwaltet dieses Universum. Wenn es nicht mehr regnet, nutzen die ganze Hightech, was wir so sehen, nicht mehr. Weil kein Wasser da ist. Nichts kann wachsen. Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala verwaltet diese Existenz. Der über die Existenz verfährt, wie er will. Er wendet die Nacht und den Tag. Er lässt die Sonne und den Mond kreisen. So steht es im Koran al-Karim. Allah sagte das. Und viele gewaltige Zeichen sehen wir, über die dein Herr verfährt. Subhanahu wa ta'ala. Wie oft sagen wir am Tag Subhanallah? Wie oft? Wie oft denken wir an diese Zeichen, mein lieber Bruder, meine liebe Geschwister? Wie oft? Wie oft sind wir dankbar? Wie oft sitzen wir demütig am Boden und rezitieren Buch Allah subhanahu wa ta'ala? Wie oft denken wir an unsere Geschwister weltweit? Wie oft machen wir Dua für sie?
subhanahu wa ta'ala. Wie oft? Nicht oft. Das ist die bittere Wahrheit. Warum? Weil wir nicht mit diesem Bewusstsein leben. Dieses Bewusstsein ist einfach nicht in uns. Wir vergessen gern, wir verschieben gern. Meine liebe Geschwister im Islam, ist nicht derjenige, der genauso ist imstande, über all deine Angelegenheiten Bescheid weiß oder Bescheid zu wissen, selbst wenn du alle Türen auf dem Weg zu dir schließt? Außerdem gehört zu den Gründen, die dich dazu führen, die Beobachtung Allah subhanahu wa ta'ala wahrzunehmen, dass du wissen musst, dass Engel bei dir sind. Wenn du unterwegs bist, sei sicher, die zwei Engel begleiten dich. Beobachten, was du machst, schreiben alles nieder, damit du morgen kein Argument hast. Und deine Taten aufschreiben. Seien sie gering oder zahlreich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt, die Engel, die zwei Engel. Edle, die alles aufschreiben und die wissen, was ihr tut. Zu den Gründen, meine liebe Geschwister im Islam, die dich dazu führen, wahrzunehmen, dass Allah dich beobachtet, gehört, dass du wissen musst, dass der Todesengel nicht durch Hindernis gehindert wird. Wenn die Zeit kommt, kommt er. Der Engel wird kommen, der Todesengel. Er wird deine Seele nehmen. Du wirst keine Sekunde weiterleben. Allein das, dass wir sterben müssen, dass es ein Ende haben wird, muss es uns veranlassen, dieses Bewusstsein, dass Allah uns beobachtet, bei uns leben muss, in uns leben muss. Allein diese Tatsache, was wir auch sehen, und wenn du das vielleicht von dir wegweisen willst, geht in den Friedhof und schau, ob der Tod tatsächlich Zahlen kennt, Jahre kennt, Alter kennt. Nein, er weiß, wenn die Zeit kommt, und selbst wenn er sehr jung ist, und selbst wenn er in Mitte in seiner Jugend ist, und selbst wenn er sehr alt ist, dass der Todesengel kommen wird. Und nichts kann ihn daran hindern. Ganz gleich, wie viele Mauern und Paläste du baust, dann ist es nicht möglich, den Todesengel von dir abzuhalten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wo immer ihr seid, ganz gleich, wo du dich befindest, bedeutet das, wird euch der Tod erfassen. Und wäret ihr hochgebauten Türmen, selbst wenn ihr, egal wo ihr euch befindet, der Tod wird kommen. Zu den Gründen, meine liebe Geschwister im Islam, die den Diener dazu führen, dass er wahrnimmt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn beobachtet, gehört, dass er wissen muss, dass alle seine Taten festgehalten und gesammelt werden und dass er in Kürze dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Jawohl, in Kürze. Ganz gleich, wie lange du lebst, es ist immer eine kurze Dauer, das Ergebnis für die Ewigkeit. Subhanallah al-Azim. Überleg mal, meine liebe Geschwister, dein Leben, so wie du es lebst, ist nachher das Ergebnis für deine Zukunft, Hauptzukunft. Wenn du stirbst, wenn du vor Allah stehst und nur zwei Auswege gibt und kein drittes, das weißt du, das weiß ich, das wissen wir. Was tun wir? Was tun wir dafür, meine liebe Geschwister? Was tun wir für unsere Religion? Was tun wir für uns selbst? Pro anfusakum, rette dich. Kümmere dich. Yani sei du ein gehorsamer Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala. Selbst wenn um dich 100 ungehorsam sind, sei du ein Beispiel. Fange mit dir an. Zeige nicht auf die anderen. Es wird zu dir gesagt, wenn du vor Allah stehst und wenn du eine Rechenschaft ablegst vor Allah subhanahu wa ta'ala, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu dir, mein Diener, du hast an diesem Tag so und so gemacht. Du hast in jener Stunde das und das gemacht. Du hast dich von der Freitagsschutbah abgelenkt.
Wie oft in, während der Khutbah unterhalten sich zwei? Wie oft? Wie oft steht einer und antwortet Telefon, er ist im Khutbah? Wendet sich von Allah oder von wem wendet er sich? Wo sitzt er denn? Ist er im Khutbah oder ist er im Kongress? Wo befindet er sich? Wo ist das Bewusstsein zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dass er die Welt abschließt und vergisst, was wer ihn anruft? So wichtig kann es nicht sein, dieser Anruf oder diese Unterhaltung. Und du stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala und hoffst auf seine Belohnung, hoffst auf seine Barmherzigkeit, du hoffst auf alles, was Allah dir nur geben kann. Wie kann es sein, mein lieber Bruder, dass wir dann so verfahren? Wie kann es sein? So etwas, wenn du weißt, dass so etwas geschieht, der Tod, Rechenschaft, muss dich dazu bringen, in deinem Bewusstsein die Wahrnehmung existiert, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich beobachtet. Schließe einen Vertrag mit dir heute, dass du dein Leben mit Bewusstsein lebst und Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht. Wenn du etwas verschlafen hast, Allah ist Ghafur und Rahim und Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aber fange eine neue Seite ein. Lies der Diener die Geschichte der vergangenen Völker, wird er feststellen, dass es Völker gab, die sich Allah widersetzen. So ließ er das, dies sei zu einer Pein für sie sein, eine Strafe für sie schon jetzt. Doch auch im Jenseits, mein lieber Bruder, erwartet sie strenge Pein, strengste Pein. Dadurch wird sein Herz erweckt, wenn wir das wissen, wenn wir mit Bewusstsein Koran al-Karim rezitieren und auch die Bedeutung wissen. Dann müsste es eigentlich etwas in uns auslösen, damit wir ein bewusstes Leben führen, dass Allah uns beobachtet. Wenn wir so etwas wissen, dann müsste es im Grunde ein Automatismus sich entwickeln, so etwas bei uns auszulösen. Ein Automatismus, barakallahu fik. Denn du bist ein Muslim, du bist nicht irgendwer. Du bist ein Muslim. Dadurch wird sein Herz erweckt und veranlasst zu fürchten, dass ihm das geschehen wird, was den anderen passiert ist. Meine liebe Geschwister im Islam, kommt Allah nahe. Solange du lebst, komm Allah näher. Der Weg ist frei. Du musst nur wollen. Du musst nur wollen. Du musst eigentlich nur wollen. Niemand hindert dich. Niemand hindert dich daran, einen frommen, gläubigen Menschen zu werden. Niemand. Komm Allah nahe durch euren Glauben daran, dass Allah alles beobachtet. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam teilte die Religion in Stufen ein, von denen die höchste der Ihsan ist. Er erklärte diese wie folgt. Er erklärt Ihsan wie folgt. Ihsan, dass du Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen. Denn wenn du ihn auch nicht siehst, so sieht er dich doch. Schau mal nach ihm. Auch wenn du glaubst, wenn du mit diesem Bewusstsein tatsächlich lebst, dein Leben, unmöglich, unmöglich, dass ein Muslim ein Verbrechen begeht. Wenn er mit diesem Bewusstsein lebt, unmöglich, dass ein Muslim lügt. Unmöglich, dass ein Muslim Schaden verrichtet gegen, egal gegen wen. Unmöglich, weil er die Beobachtung Allah subhanahu wa ta'ala allgegenwärtig mit sich trägt. Komm Allah näher, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, indem du daran glaubst, dass er dich beobachtet und wisse, dass Allah nicht von deinem Handel verborgen bleibt. Es bleibt ihm nichts verborgen von deinem Tun, was du tust. Wie yani deine Arbeit, dein Tun. Eure offensichtlichen Taten, die ihr verrichtet. Auch darüber weiß Allah subhanahu wa ta'ala Bescheid. Ihm entgeht nichts von diesen Angelegenheiten. Genauso ist es ihm. Ist es mit euren verborgenen Taten, von denen nur ihr und sonst kein Mensch weiß. Der Herr der Welten weiß über sie Bescheid. Allah subhanahu wa ta'ala weiß darüber Bescheid. Er kennt die Umstände seiner Diener
und es entgeht ihm keine eurer Angelegenheiten. So weiß Allah über eure Herzen Bescheid, denn Allah kennt die Geheimnisse und das Verborgene. Er kennt die verräterischen Augen und weiß, was die Brüste verbergen. Ikhwat al-Islam, ala sallu wa sallimu wa yarhamukumullah ala man ballagha al-balagh al-mubin wa hada an-nas ajma'in ila siratin mustaqim nabiyukum Mustafa kama amarakum bidhalika rabbukum jalla wa ala فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد ونفخ من تلك العظام